Hallo, mein Name ist Marius Ebert und in dieser Videoserie kläre ich Grundbegriffe der Betriebswirtschaftslehre. Diesmal geht es um den Begriff Dezimalstunde. Und ehe wir auf dieses Dezimal eingehen, machen wir uns mal kurz klar in einem kleinen Exkurs, wie unsere Zeitrechnung aufgebaut ist. Wir haben eine Stunde und diese Stunde hatte 60 Minuten. 60. Und jede Minute hat 60 Sekunden. Dezimal, da steckt das lateinische Wort für 10 drin. Also nicht 60, sondern 10. Das heißt, eine Dezimalstunde ist dann eine Stunde mit 100 Minuten. Und das ist rechentechnisch oft einfacher. Auch unser Taschenrechner ist ja auf diesen 100er-Algorithmus eingestellt und nicht auf den 60er-Algorithmus. Also eine Dezimalstunde ist eine Stunde mit 100 Minuten. Und der Grund ist die abrechnungstechnische oder rechentechnische Vereinfachung. Gehen Sie nun in meinen Shop, damit Sie endlich mit vernünftigen Lernhilfen arbeiten können. www.spaßlerndenk-shop.de ist Ihre Adresse im Internet für gutes betriebswirtschaftliches und in Zukunft auch juristisches Lernmaterial. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.